Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Grandia. Ja, wir sind hier auf dem Ende der Welt, beim Ende der Welt, Teil 6. Mal sehen, wie viele Teile es von diesem Ende der Welt gibt. Und da ist eine Wolke. Und hier lauern unzählige von Gefahren. Ja, danke schön. Na, geh weg. Ich will hier hoch. Geht nicht, doch geht. Oh Mann. Unzählige Gefahren. Geld. Mal sehen, was mich als nächstes erschlagen will. Wieso kann ich meine... Doch, ich kann die Kamera drehen. Okay. War nur irgendwie etwas verzögert. Wer ist da? Hallo? Oh. Okay. Es sind aber nur kleine Nebelgespenster und Fledermäuschen. Einfach mal draufhauen. Dann kriegen wir das schon hin. So, du haust mal auf die andere drauf. Na. Wow. Das läuft doch ganz gut. So, du haust schnell auf den drauf, bevor der irgendwas macht. Na, du sollst doch treffen, Fina. Geht doch. Es geht doch. Versteckt sich da hinten einfach irgend so ein Monsterchen. Anstatt ein Schatz. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Schatz. Diddliling. Ende der Welt 7. Ich glaube, das Ding hat 12 Teile oder so. Ich weiß gerade gar nicht. So, ihr geht obligatorisch nach links. Ich gehe obligatorisch nach rechts. Und schaue, was mich dort erwartet. Geld und eine Falle bestimmt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas muss passiert sein. Okay, ich habe beide gedrückt. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Toll. Ein Smaragdvogel. Okay. Justin kann mal wieder hier ein bisschen Erdzauber raushauen, aber nicht bei fliegenden Gegnern. Also graben. Fina zaubert dafür eine schöne Feuersäule. Finde ich gut. Tete! Mehr Verteidigung ist immer gut. Flammen sind auch immer gut. Wuhu! Oh yeah, Feuerstufe höher. Jetzt fehlt nur noch das Vögelchen hier. Es fällt schon ein bisschen was aus, das Vögelchen. Aber wir kriegen das hin. Null Problemo. 248 Gold. Wow. Krass. So, wie komme ich hier wieder runter? Oh. Nein, nein. So komme ich nicht runter. Das war nicht sein Netzspiel. So. Wlupp. Mal sehen, was die untere Seite sagt. Ob die lieb zu mir ist. Wow, 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 wow. Everyone okay? Das war nicht sehr nett. Oh Mann. Vor allem war es ein Hinterhalt. Es war noch viel unnetterer. So, wo komme ich hin? Ende der Welt 8. Das Ende der Welt hasst mich. Ich will das nicht. Und die Musik ändert sich. Komisch. Irgendwas haut mich doch gleich. Nicht? Hallo?
Ach so. Mami? Wer war das? Zeig dich, du Schurke. Hallo? Oh Gott. Yay. Der liegt Kohle. Ich werde gleich geschlagen. Hilfe. Lauf. Boah. Okay, ganz vorsichtig. Okay. Und wie komme ich jetzt weiter? Okay. Sue wird dauernd getroffen, die Arme. Wie komme ich denn weiter? Hua. Ja, geh weg. Ich möchte... Haha, stecken geblieben. Hä? Ah, jetzt kommt die Plattform. Okay, Ende der Welt. 9. Bitte. Ich könnte mal mit Fina heilen, weil Wasser hat bei ihr fast einen Stufenaufstieg. Ende der Welt 9. So, heilen dich. Fertigkeitsstufe höher. Yeah. Dich heile ich. Und ich heile mich selbst nicht. So. Hier ist so eine große Fläche. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Na? Oh Gott. Zwei Lehmvögel oder zwei Smaragdvögel und ein Lehmvogel? Ich kann hier nicht unterscheiden. Ist ja auch egal. Erstmal mein Lieblingsangriff. Fina könnte... Ja, da hat sie nicht genug ZP, weil ich gerade ziemlich viel heilen musste. Hey. Machen wir so. Burn to a crisp. Ja. Please protect us. Ich glaube, so schwer sind die doch nicht. Es sah nur sehr gefährlich aus. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Attacke! So, nächster bitte. Ich greife einfach mal an. Und Justin zwiebelt mit einer Feuersäule drauf. Ey! Oh. Nicht lähmen. Nein, nicht lähmen. Mach sie fertig, Justin. Feuerstufe höher. Und schon wieder habe ich sehr wenige TP. So, Sepp hat sich hier erledigt. Alle heilen mache ich mal. They're there. Ja, ja. Tada. Super. So, den müsstest du jetzt alleine kaputt kriegen, Kleines. Ja. Hip, hip, hooray! Hooray! 520 Gold gibt das. Wahnsinn. So, Justin könnte ein bisschen mit Wasser arbeiten. Dann haben wir da auch bald einen Stufenaufstieg. Genauso wie Suhu. Sehr gut. So, knapp. Nein, warte, da gab es bestimmt noch was. Komm, jetzt... Nein, nein, Hilfe! Ich hätte erst gucken sollen.
Ich hasse das Ende der Welt. Okay. Ende der Welt 10. Oh, es wird langsam dunkel, oder? Das hier ist umgefallen, okay. Gibt es hier was? Nein. Dann weiter. Warum zelten wir für heute nicht irgendwo hier? Ein weiterer Tag ist vorbei. Ich gehe zurück. Wir sind geklettert und geklettert und immer noch nicht an der Spitze. Och, ich kann verstehen, warum du keine Lust mehr hast. Was ist los, Justin? Oh, vielleicht seid ihr erschöpft? Ich weiß nicht, es fängt an wirklich so auszusehen, als ob diese Mauer kein Ende hat. Was ist los, Justin? Auf einmal so pessimistisch? So kennt man dich ja gar nicht. Aber wir haben den Aufstieg doch schon vor so langer Zeit begonnen. Wann werden wir endlich oben ankommen? Nun, gute Frage, aber... Wer hatte denn zuerst gesagt, wir sollten diese riesige Mauer besteigen? Wollen wir einfach zurückgehen? Wir sind bis hier schon ganz schön geklettert. Justin, hast du vergessen, Abenteurer geben niemals auf. Das hast du uns gesagt. Oder hast du dir das nur ausgedacht? Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Was ich sagte, ist wahr, aber... Ich dachte mir, ohne dich würde ich nie an so einen Ort wie diesen kommen. Ich glaube, ich hatte vergessen, was Abenteuer für Spaß machen und was wahre Abenteuer alles bedeuten. Justin, danke. Fina, du hast recht, du hast recht. Wir sind Abenteurer. Kannst du glauben? Ich weiß, wenn wir unsere Kräfte sammeln, kommen wir über diese Mauer. Okay, los geht's. Du wartest, Liette. Oder Liette? Ich weiß nicht mal, wie man sie ausspricht. Wir kommen bestimmt nach Allen. Genau, wir sind Abenteurer. Morgen werden wir weiterziehen. Puh-puh. Ja, du sagst dasselbe? Ja, bitte. Fina. Ja. Und du sagst auch das Gleiche. Okay, dann können wir schlafen. Hey, schau Justin zu. Der Himmel ist voller schöner Sterne. Oh ja, irre. Ich bin sicher, es ist nur noch ein kleines Stückchen bis zur Spitze. Komm, wir könnten es schaffen. Ja, wir können das. Mit Sicherheit. Bestimmt. Hoffentlich. Hä? Die Morgensonne scheint. Bis jetzt war immer die Mauer im Weg. Und wir hatten erst am Nachmittag Sonne. Du weißt, was das bedeutet. Ja, du hast recht. Das muss es sein. Okay, lass uns nachsehen. Die Spitze der Mauer, die Spitze der Mauer, die Spitze der Mauer, die Spitze der Mauer. Oh. Da! Wie sieht's damit aus? Es ist nicht wirklich das Ende der Welt. Schau, die Sonne geht auf. Wahnsinn! Es ist die Welt wie Goldschein, Herr Justin. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Ende der Welt 10. Was ist das? Hey, was ist das? Ja, was ist das? Es bewegt sich. Na, wir sind an der Spitze angekommen. Und jetzt? Wie sollen wir auf der anderen Seite hinunterkommen? Ich sehe nichts, was uns helfen könnte, hinunterzukommen. Uns einfach die Mauer hinablassen geht auch nicht. Hey, hörst du ein merkwürdiges Geräusch? Justin, schau! Ah! Huch! Sue! Was machst du da? Sue! Du, was machst du mit Sue? Oh, Justin! Oh Gott. Ah, Sue! Oh Gott.
Sue, Sue, wo ist sie hin? Ich sehe sie nicht. Na, Justin? Da kommen noch zwei. Ja, super. Hey, hör auf, lass mich los. Hör sofort auf. Hey du, lass los. Ich sagte, lass los. Und tschüss. Aha, bleib genau so. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Lass nicht los, okay? Hey, Fina, was sollen wir tun? Du fragst mich? Tu einfach irgendwas, Justin. Oh Gott. Justin! Fina! Wie hoch sind wir ungefähr geklettert? Sehr hoch. Und die lassen uns einfach fallen. Hallo? Bin ich tot? Lebe ich noch? Klopf, klopf. Justin, warte, Justin. Justin. Justin, bist du okay? Hast du dich irgendwo verletzt? Wovon redest du, Fina? Mir geht's gut. Ich habe fest geschlafen. Oh, Justin. Oh. Ja? Was ist, Fina? Was ist los? Bin ich erleichtert. Ich habe mich schon gefragt, was ich machen würde, wenn du tot wärst. Oh, jetzt erinnere ich mich. Wir sind vom Ende der Welt runtergefallen. Bist du okay, Fina? Klar, mir geht's gut. Vielleicht noch etwas benommen. Wieso ist uns nichts passiert? Wir hatten Glück und sind auf dieses große Blatt gefallen. Was meinst du? Wow, das ist ein Blatt? Das ist ja riesig. Trotzdem frage ich mich, wie... Justin, guck mal da drüben. Das sind große Blätter. Hey, das sieht aus wie... Tatsächlich, wir haben das Ende der Welt überquert. Wow. Das ist ein erstaunlicher Ort. Scheint wie geschaffen für Abenteurer. Was? Warte einen Moment. Oh ja, Sue, wo ist Sue? Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir wurden bei dem Sturz getrennt. Aber ich bin sicher, dass sie in der Nähe ist. Suchen wir sie. Natürlich, ich bin sicher, dass wir sie finden. Gehen wir, Fina. Sue ist weg. Und da ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Speicherpunkt. Heilen. Wie sieht's denn um meine Stats überhaupt aus? Aha, aha, aha. Super. Okay, dann ein Tipp bitte. Statusveränderungen. Wenn du an einem Speicherstein in deinem Gasthof oder an einem Lagerplatz heilen willst, werden alle Statusveränderungen wiederhergestellt. Du kannst einzelne Statusveränderungen auch wiederherstellen, indem du Gegenstände verwendest. Du kannst aber einige Statusveränderungen im Laufe des Spiels zu deinem Vorteil nutzen. Die Auswirkungen von Gift und Pest bleiben auch nach dem Kampf, aber ihre Auswirkungen sind nur während des Kampfes spürbar. Mit anderen Worten, der Status einzelner Figuren ändert sich nicht, während die Figur im Feld ist. Verwirrung, Schlaf und Lähmung sowie ihre Auswirkungen vergehen nach dem Kampf wieder. Das heißt, der Status muss nach dem Kampf nicht wiederhergestellt werden. Magie und die Blockierung von Bewegungen wirken jedoch auch nach dem Kampf so lange, bis sie wiederhergestellt werden. Okay. Weißt du Bescheid. So, hier haben wir ein Köfferchen. Brauchen wir, glaube ich, aber nicht, oder? Ich denke nicht. Warte mal. Wir haben noch einiges am Platz. So. Ah, hallo, ihr seid große Blumen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Hallo? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Seid ihr stark? Seid ihr schwach? Seid ihr... nett? Roter Teufel, jetzt geht's aber los. Okay, ich greif mal an, Rotteufel. Okay, okay, okay. Bitte sei nicht zu stark. Ich sehe nicht, was sie abziehen. Danke, jetzt sehe ich's. Ja, das geht. Das kann man mal machen.
Aber jetzt bekommen nur Fina und Justin Erfahrung. Das ist ein bisschen doof. Da war noch ein Gegner, oder? Ja, du da. Ich bin dran. Schön. Plump, Schimmel? Schimmel? Okay. Einfach mal angreifen. Ja. Lässt sogar einen Gegenstand fallen. Sehr gut. What a finch. Heilkräuter. Okay, aber kein Gold. Was sollte das denn? Ich will Gold haben. Aber gut, wir können uns jetzt mal hier weiter umschauen. Hallo. What a finch. Mal sehen, was es hier alles so gibt. Oh, Justin und Fina haben ihre Waffe übrigens aufgewertet. Ich hab's jetzt leider zu schnell weggedrückt. So, und da lag Geld. Da. Okay. Next, please. Hallo. Sehen die mich überhaupt? What a finch. Ich weiß, am Anfang des Gebietes lag auch noch etwas Geld. Aber da gehen wir gleich wahrscheinlich nochmal hin. Umschauen ist toll, umschauen ist super. Oh, noch mehr Gegner. Na, hallo. What a finch. Und die kleine Sue müssen wir ja auch noch nebenbei finden. So, dann schauen wir uns mal die Übersicht an. Ach, du Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Süden. Oh Gott. Ich will da lang. Darf ich nicht da lang? Anscheinend nicht. Okay, hier ist das Ende der Welt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und schau mir das an. Oh Gott. Genau, hier war ja unser Startpunkt. Hier liegt Kohle. Hier kann ich nicht rüber. Sind ja nur kleine Steinchen. Kann ich... Nee. Hier kann ich auch nichts reißen. Also war der Weg, den wir gegangen sind, schon richtig. Schöner Grafikfehler. Oh, da liegen Kräuter. Gegengift. Hätte ich jetzt fast übersehen, so offensichtlich war es. So, hier sind wir lang gegangen, richtig? Ja, also geht's hier weiter. What a finch. Mit den Schimmeldingern und den roten Teufeln gleich. Da, 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 da. Okay. Teufel, Teufel, Teufel. Hallo, Teufel. Hinterhalt? Gar nichts. Okay, oh. Jetzt in Kombination. Fina, wirke deine Zauber. In der Mitte am besten. Und Justin, haut drauf. Attacke! This'll teach you. Ja, und wehe, wenn nicht. Nice. Und du bist auch platt. Ja. What a finch. Also die Stärke der Gegner hält sich hier echt in Grenzen. Das ist gut. So, hätten wir das Umfeld geleert. Gibt's hier noch was irgendwie? Irgendwo? Kann ich da durch? Nein, da sind noch mehr Gegner weiter hinten. Das sieht auch interessant aus hier. Hallo Schimmel. Ich glaube, Justin müsste seine Erdfähigkeiten noch weiter ausbauen. Da muss ich gleich mal nachschauen, wie weit die da sind. Techniken. Feuerstufe 10, Wasser 7, Erde 6. Wir sollten mehr mit Wasser und Erde arbeiten.
Obwohl, lerne ich nicht noch so eine Feuerpeitsche? Genau, wenn Feuerstufe 12 ist, aber... Okay, und ich könnte langsam wieder die Messer anlegen. Alles klar. Und bei dir? Feuerstufe 8. Ja, da muss ich auf jeden Fall mit Erde und den restlichen Zeugs noch vorankommen. Und er könnte eigentlich mal wieder sein Schwert nehmen. Jupp. Machen wir das doch. Armsäbel. Und du nimmst die... Oh, ich habe nur eine Nebel- und Lederpeitsche. Habe ich das verkauft oder im Koffer abgelegt? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Was ist hier? Ui. Bitte Messer. Oder Affenbrot. Bamufrucht. Okay. Was macht die Bamufrucht? Halt vier Stufe 2 ZP bei einem Freund. Ah. Oh, wo kommt ihr denn her? Gibt's doch gar nicht. Wow. So, und Fina, kurz bevor steht, mit dem Feuer eine Stufe höher zu kommen, machen wir das jetzt einfach. Und dann sollte sie sich anderen Zaubern widmen. Und du greifst an. Wieso hab ich denn... Oh, Sue hat bestimmt die Messer. Oh, aber Sue ist gerade nicht da. Oh, Schwertstufe. Ich hätte gern so ein... Ja, so ein Beutel für alle, für immer, für jederzeit. Oh Mann. Die Sue. Na gut, ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil ich das Spiel ja größtenteils kenne, aber hey, man denkt da nicht dran. All right, we won. Vergiftet, wie schön. Also, ja, nicht so schön, ich habe schon wieder so schnell weggedrückt. Ich muss mir das echt nochmal angewöhnen. Mein Geld. So. Obwohl, wir könnten das gut nutzen, um was bei Fina zu steigern. Nicht das? Nein. Ah, falsche Knöpfe. Und zwar hier. Tata. Da war's. Tata. Gleichzeitig mal die Zauber ein bisschen mitgestärkt. So, das war Wasser und Erde. Sehr gut. Ja, so viele Gegner. Schon wieder vergiftet. Ich fasse es ja nicht. Aber hey, wir kriegen direkt ein Gegengift. Ich mache das aber mit Zaubern. So, wir haben einiges gelernt. So, Wasser 88, Wind 73. Klingt ganz gut. Feuer ist Fina auf 98. Aber den Zauber muss sie nun wirklich nicht mehr steigern. Eigentlich nicht. Weil das ist der stärkste Zauber bei ihr. Ich möchte alles schön im Gleichgewicht behalten. So, nun machst du mal wieder heilen. Heili, heili, alles wird gut. Bitteschön. Ich schmeiß sie mit den MP um mich. Ach, MP sei schon ZP. Wieso müssen die ganzen Spiele auch unterschiedliche Bezeichnungen haben? Mach doch mal eine Norm. So. Oh, bei Wind sieht's ganz gut aus bei Justin. Sehr, sehr schön. Und da, Stufenaufstieg. Bei Fina dauert's noch ein bisschen. So, Karte sagt Verwirrung. Ich muss weiter in den Süden irgendwie. So, hier kam ich ja nicht durch, ne? Doch. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Die Pflanze sieht komisch aus. Sie hat Glöckchen. Warte, ich gehe erst den anderen Weg. Wo führt er mich hin? Nee, hier komme ich her, ne? Nee, hier komme ich her. Ich bin verwirrt. Danke, Pflanze. Oh. Hier wollte ich noch nicht hin. Ich wollte noch gucken.
Was stand da? Flugdrachen? Tal des Flugdrachens. Heiliger Bimbam. Komme ich hier wieder rauf? Ja. Ich wollte noch schauen, was es da gibt. Kräuterchen. Super, dafür gehe ich zurück. Aber hey, warum nicht? Heilkräuter haben wir bekommen. 50 Erfahrungspunkte. Ich habe schon wieder getan. Jedenfalls ist Wind bei Justin eine Stufe höher. Oh Mann. Ich schaffe es auch immer wieder. So, ich möchte mal kurz gucken. Stufe 7. Dann heile ich einfach mal mit Justin. Da, bitteschön. Nochmal. Wie viel hat er jetzt? 94, komm. Ach, komm schon. Die paar Punkte. 3 Punkte. Na gut, her mit den Kräutern. Her damit. Tschalla. Wir sollten die Sue schnellstens wiederfinden. Sie hat meine Messer. Und wir sorgen uns natürlich um ihre Gesundheit. Natürlich. Sue? What a Finch! Nein, das war nicht so. Wo ist sie nur? Wo ist sie nur? Oh, hier ist Wasser. Schönes, schönes Wasser. Ah! Die Blume wollte mich essen. Was seid ihr denn? Oh Gott, was macht ihr denn da für einen Uga-Aga-Tanz? So viele Monster. Slippel. Okay. Attacke. Oh, die halten ja kaum was aus. Wie süß. Damit kann ich leben. Definitiv. Alright, we won. Yay. 72 Gold, 100 Erfahrungspunkte. Das lobe ich mir doch. Dann hat Fina es bald auch geschafft. Oh, hallo. Hallo, hier bin ich. What a Finch. Erstmal hier das Feld räumen. Dann kann ich mich auch in aller Ruhe umschauen, ohne dass mir ein Monster in den Nacken springt. Das wäre schön. So, der ist weg. Ihr seid dran. Los. Justin hat Heilen 2 gelernt. Sehr schön. Ein stärkeres Heilen finde ich immer gut. Obwohl Heilen 1 wahrscheinlich auch noch seinen Zweck erfüllen wird. Twister-Tentakel, geh weg. Hau ab. Verschwinde. Und weg mit dir. Alright, we won. So, wir haben Heilkräuter bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das. Nur noch einer, der mir im Weg steht. Du da. Alright, we won. Fina hat Feuerstufe höher. Yeah. Tada. So. Jetzt haben wir hier auch mal ein bisschen Platz, um zu gucken. Wir müssen immer noch Richtung Süden. Haben diesen Weg aber noch nicht genommen, ne? Oh, noch mehr Gegner. Oh, da liegt Geld. Und Justins Erde ist jetzt auch eine Stufe höher. Heilkräuter und Gegengift. Nett. Sehr, sehr nett. Oh, Glöckchen. Wie süß. Wie kommt man zu der... Ach, diese Glöckchen. Wie kommt man zur anderen Seite wieder? Nee, über den Fluss bin ich noch gar nicht gegangen, ne? Genau.
Da liegt was. Oh, was ist das? Die Schuhe von irgendjemandem. Halt, das sind Sus Schuhe. Oh Gott. Sus Schuhe. Das ist nicht gut. What a cinch. Hoffentlich ist Su nichts passiert. Oh, sie fand es einfach nur schöner, barfuß rumzulaufen. Wer weiß. Oh. Oh, eine Kiste. Lebenstrank. Nein. Benutzen, Gegenstand weglegen, Inventar weglegen. Ich lege ein Gegengift weg. Und dann werde ich mal ein paar Items benutzen. Und zwar halt dritte Stufe, halt 3, Stufe 1, Z, ich komme damit nicht klar, hier. Halt 150 TP, halt Status, halt 20 SP der Gruppe, 40 TP, okay. Halt 20 ZP, alle Stufen, oh Gott. Gegengift, Heilkraut. Hä? Ja. Okay, ich würde sagen, lassen wir erstmal so. Und dann geht's weiter durch den Dschungel. Ist hier lang richtig? Sieht so aus. Alright, we won! Es wäre im Übrigen auch sehr nett, wenn ich bald einen Speicherpunkt bekommen würde. Erstens zum Heilen und zweitens zum Ende der Folge. Das wäre schön. So, was passiert, wenn ich hier lang gehe? Dann komme ich rüber. Hi. Und ehrlich gesagt verliere ich gerade auch langsam die Lust, alles zu erkunden und dafür jeden Gegner zu bekämpfen. Also ich hätte schon Bock, viel mehr zu erkunden, als Gegner zu besiegen, um zu erkunden. Es wäre so schön. Not bad, eh? Also, ich würde sagen, ich suche mal den nächsten Stufenaufstieg. Den nächsten Speicherpunkt auf. Und werd im Nachgang nochmal gucken. Na, geh weg, ich hab keine Lust, geh weg. Oh, pui. Ich hab nämlich keine Lust, also ich lese erstmal. Puh, puh. Hey, ist das Pui? Da. Da ist er. Warte, Moment, ganz ruhig, Pui. Wo ist Su? Okay. Warte, beruhige dich, Pui. Puh, puh, puh. Warte, Justin, so kommen wir nicht weiter. Pui soll uns zu ihr führen. Okay, gut. Bring uns zu ihr, Pui. Ja. Da lang. Okay. Ich wollte nämlich sagen, ich suche einen nächsten Speicherpunkt auf und im Nachgang werde ich hier die ganzen Items holen, die es hier hoffentlich noch zu holen gibt. So. Wieso fliegt er um den Topf herum? Puh, puh. Pui, und Su? Wo ist Su? Justin, schau da drüben, neben den großen Kessel. Was? Neben den großen Kessel? Ihre Tasche. Das ist Sus Tasche. Was? Aber der große Kessel? Justin, denkst du auch, was ich denke? Wir sollten nicht töricht sein. Beruhige dich, Fina. Aber, ich... Schmeiß den Topf um. Hallo?
Hey, you! Is this pot yours? What happened to what was inside? Are you hungry? I'm afraid I ate it all. There's nothing left. Fina! That does it! Hey, come on and fight! I'll take you on. I'll make you into stew. Ha! You and I in a duel. Well, how about that? I'll be glad to take you on. I am Gadwin, Knight of Dight. Knight of Dight. Oh. Boah. Krasse Musik. Hallo, Gadwin. Ich bin alleine. Attacke! Ja! Oh! Ja! Oh! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich schütze mich erstmal. Ich habe ihm keinen Schaden gemacht. Was soll das denn? Dann zauber ich halt. Wie wär's mit Heuler? Dann wirst du weinen. Dann halt nicht. Was ist los mit dem? Er greift doch gar nicht an. Oh doch, jetzt will er angreifen. Jetzt will er angreifen. Vielleicht sollte ich es mit einem kritischen versuchen. Drachenspalter? Come, power of the universe. Ich bin kein Drache, du brauchst mich nicht spalten. Ah, Dragon King Slice. Ups. Hoppla. Hallo? Okay, ich lebe noch. Justin, da ist Sue! Was? Sue? Was? Wie bin ich hierher gekommen? Er macht keinen Eintopf aus uns? Der Eintopf ist Gatwins Spezialität. Das ist Flugdrachen-Eintopf. Wer sind Sie? Das ist Dr. Alma. Alma, okay. Sie hat mich gerettet, als ich im Wald ohnmächtig geworden bin. Dr. Alma ist eine sehr nette Dame. Sie ist genau wie meine Mutter. Ich bin Dr. Alma. Ich habe keine Klinik. Ach so, ich habe eine Klinik in Dight Village. Weiter oben an der Straße. Ich habe mit Überraschung gehört, dass ein Jüngling wie du mit Gadwin, dem besten Schwertkämpfer von Dight, die Schwerter gekreuzt hat. Das Haus sieht aus wie ein Fisch. Alma, du beleidigst diesen jungen Mann. Trotz seiner Jugend ist er ein guter Schwertkämpfer. Seine Geschicklichkeit mit dem langen Schwert strafft sein Alter Lügen. Okay. Es war ein guter Kampf, oder, Justin? Ja, total. Oh je, Gadwin, du hast dich seit unserer Kindheit kein bisschen verändert. So bist du wohl einfach. Nun, ich denke, Sue geht es jetzt gut. Ich gehe also zurück nach Dight. Ich überlasse dir den Rest, Gadwin. Hammer, wozu diese Hast? Du scheinst es eilig zu haben. Ist es wegen des Regens? Ja, das ist ein Grund. Es sind schon einige Leute krank. Vielleicht muss ich heute die ganze Nacht arbeiten. Oh je. Sie ist weg. Ich habe mich nicht einmal bedankt. Nun, wir sollten uns jedenfalls jetzt ausruhen. Seid ihr einverstanden? Der hat mich verprügelt. Aber er scheint ein netter Kerl zu sein. Schätzungsweise. Es tut mir leid, Gatwin. Ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Danke, dass du Sue geholfen hast. Wenn Justin etwas falsch versteht, dann aber gründlich. Ja. Hey, nicht nur ich. Als Wiener den Kessel gesehen hat, ist sie umgekippt. So hat sie die Augen verdreht. Hey, komm schon. Das stimmt nicht. Sei nicht töricht, Justin. Okay, kein Problem. Jeder macht Fehler, stimmt's? Okay. Selbst wenn, wir wissen nun, dass die Mauer nicht wirklich das Ende der Welt ist, aber sie ist schon beeindruckend. Ich war vielleicht überrascht, dass Leute hier auf der anderen Seite des Endes der Welt leben.
Na, ich war auch ziemlich überrascht. Ich habe nie gedacht, dass Leute von jenseits der Mauer kommen würden. Ja. Nachdem ich ohnmächtig geworden war, hat Gedwin mich hierher zu sich nach Hause getragen. Als ich sie aufheben wollte, wollte dieses runde Ding hier mich wegtreten. Pui hat nur versucht, mich zu beschützen. Stimmt's, Pui? Pupu. Wie süß. Also, Justin, stimmt es, dass ihr drei die große Mauer überquert habt? Das Ende der Welt? Klar stimmt das. Wir erleben ein Abenteuer. Wir suchen die Ruinen der Angelo-Zivilisation. Kaum zu glauben, aber wir sind Kameraden, die sich duelliert haben. Deine Augen sagen, es stimmt. Ich helfe, wie ich immer kann. Wollt ihr noch etwas fragen? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Das ist das Tal der Flugdrachen. Es ist nah am Ende der Welt und es hat die steilsten Berge der Welt. Es ist ein guter Ort, dein Schwert und deine Fertigkeiten oder Fähigkeiten als Krieger zu schärfen. Das stimmt, von dieser Seite der Mauer aus muss diese Gegend wie das Ende der Welt aussehen. Es ist also dasselbe wie der Nebelwald für die Leute auf unserer Seite. Du kannst dir denken, wie das war, ein bewusstloses junges Mädchen zu finden. Hat mich mächtig überrascht. Captain, du warst uns so eine große Hilfe, besonders für Sue. Wir müssen uns irgendwie revanchieren. Wir möchten dir helfen, wenn du jemals unsere Hilfe brauchst. Okay, Justin, kann ich das als Versprechen von Mann zu Mann betrachten? Ja, klar. So muss es sein. Weniger werde ich nicht akzeptieren. Schön. Schön, schön. Gut, da wir uns nun ein Versprechen von Mann zu Mann gegeben haben, bist du mein Freund. Freund, ich bringe dich morgen nach Dyed. Heute solltest du dich ausruhen. Okay. Wir gehen mit Gedwin an einen Ort namens Dyed? Das klingt toll. Bist du sicher, dass das okay ist? Wenn du so schnell etwas versprichst, kriege ich böse Vorahnungen. Ach, passt schon. Nun, Zeit zu schlafen. Morgen zeige ich dir Dyed Village. Dyed, wie? Wie das Dorf wohl ist? Macht das nicht Spaß, Fine? Sue? Ja, furchtbar. Ah. Wir sind tatsächlich zu viert unterwegs. Wir haben mehr Inventarplatz. Oh, was hat er denn so Schönes? Tintenfisch, halt 20 SP. Halt Plage. Halt 50 TP der Gruppe. Cool. Cool. Voll cool. 273 TP hat der. Er ist Stufe 30. WTF. Oh mein Gott. WTF. Krass. Was kannst du so? Ah, zwei Schauber hat er schon. Aha. Alle Feinde ohne Verteidigung. Okay. Krass. Feuersäule beben. Okay. Flugdrachen. Reichweitenangriff hoch in der Luft. Ui. Sein Schwert ist Stufe 20. Ausbruch. Heftiger Killerangriff gegen einen Feind. Drachenspalter. Den haben wir gerade gesehen. Krass. Cool. Geil. Wir sind zu viert. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Bitte. Haus von Gedwin. Ja, geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Geh da. Geh. Dann nicht. Ich will speichern. Irgendwo. Okay. Ui. Nee, aber speichern wir dich wirklich. Es wird Zeit. Feueramulett-Ding. Ich will da nicht weiter lang gehen. Gut, dann mache ich das halt anders. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Gedwin hier, ja, die Sau rauslassen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.